So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, ein neues Unboxing, ne? Pupsi kam wieder auf die glorreiche Idee, im Internet rumzuforsten, weil ich gesagt habe, ich habe Durst. Und hat die gesagt, ich habe eine sehr gute Idee, lass uns doch bei, jetzt muss ich gucken, wie es heißt, Mutators bestellen. Das sind Mutanten mit Tattoos, ne, die Mutators, aber was ist das überhaupt? Mutators Deutschland, wir retten, du sparst, ne? Wir können vergammelte Ware bestellen, ganz günstig, schon abgelaufen. Wieso irgendwie auch nicht? Ich habe den Sinn noch nicht verstanden. Hier steht immer nur Lebensmittelverschwendung minimieren, Essen retten und immer bis zu 80% sparen. Jetzt habe ich viele Dinge dort gesehen auf der Seite, wo ich dachte, das ist aber teuer. Wo sind denn die 80%? Ich habe mich da auch mal umgeguckt nach Samyang-Nudeln, nach anderen, aber wenn ich jetzt für einen 5er-Pack 10 Euro bezahle, da sehe ich jetzt nicht, dass ich hier 80% oder so gespart habe oder irgendwas. Sie hat aber was entdeckt. Da hat sie gesagt, das hast du doch schon mal gehabt, das hat dir doch so gut geschmeckt, das können wir doch mal bestellen. Und was das ist, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Denn hier kam das fette Mutators-Paket. Das war das Thumbnail. Der Karton sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ist mit so blauer Schrift, blaue Punkte, hier steht alles. Where's the revolution happens, ne? Love it. Hier ist noch so ein Peace-Zeichen und dann save it, Mutators. Give back. Das kann ich nicht lesen, da muss ich erstmal das Zeug hier abmachen. Moment. Dann habe ich hier schon wieder den Überblick verloren, was sie eigentlich alles bestellt hat. So, was steht hier jetzt noch drauf? Super smart. Hier, ein Paket mit tollen Produkten für eine bessere Welt. Wir feiern dich, denn du bist Sparfuchs und nachhaltig zugleich. Die nachhaltigen Sparfüchse haben wieder mal bei Mutators eingekauft und haben jetzt dieses Paket hier mitgenommen. So, jetzt müssen wir es aber mal noch aufmachen hier an der Seite. Ich hatte nämlich bei Amazon diese Amazon Cola, die direkt von Amazon kam, als normal und als Cola Mix, hatte da zwei 24er Trays, war mein Highlight jeden Tag immer, zwei von diesen Dingern zu trinken aus dem Kühlschrank, richtig schön gekühlt, und dann wollte ich irgendwas anderes wieder haben, an zu trinken, deswegen haben wir eigentlich nach was zu trinken gesucht, irgendwo auf der Welt. Das verstehe ich jetzt nicht. Pupsi, das hat sich ja richtig gelohnt. Ach so, da gab es noch die Geschichte, ein Mutators-Paket war auf dem Weg. Dann irgendwie hat die DHL hat dann das kaputt gemacht, sag mal einfach mal. Oder ist was ausgelaufen, haben sie wieder Fußball gespielt. Dann ging das irgendwie zurück. Und dann wollten die Ersatz schicken. Aber jetzt sieht es so aus, als hätten die gar keinen Ersatz geschickt, sondern sie haben die Lieferung aufgeteilt in zwei Pakete, und bei zwei Paketen ist ein Paket kaputt gegangen und wieder zurück, und das zweite Paket ist angekommen, denn hier sehe ich jetzt drin einmal Star Brownies, 8 Star Brownies von Kodan. Das muss ja Pupsi bestellt haben, ich esse ja sowas nicht, ne? Pupsi sitzt ja hinter mir, du hast Star Brownies bestellt? Joa, so. Und mehr hat sie nicht bestellt. Das ist richtig genial. Denn das zweite, was wir hier drin haben in dem Karton, ist Milch und Tee. Guckt euch das mal an, von Bärenmarke. Bärenmarke hat mal ein Getränk rausgebracht. Die haben Tee und Milch gemischt. Da gab es auch zwei verschiedene Sorten. Hier steht neu drauf. Das ist der Typ Pfirsich. Es gibt auch noch den Typ Zitrone. Das im 24er Tray. War, glaube ich, gar nicht so teuer, habe ich gedacht, das hat damals geschmeckt. Das im Kühlschrank, das jeden Tag mal trinken, ist bestimmt mega lecker. Normalerweise müsste aber noch ein Tray drin sein, mit eben Zitrone. Da müsste noch ein Tray Dirty drin sein für Pupsi, weil ich den mitnehmen wollte, weil er günstig war und irgendwie andere Sachen. Das heißt, eigentlich muss ich das Video an der Stelle beenden. Wir müssen mal rauskriegen, wo das Problem ist, und vielleicht kommt das zweite Paket doch noch, oder? Keine Ahnung. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, da bin ich zurück mit dem zweiten Teil vom Unboxing, denn es ist passiert, es gab zwei Pakete, das erste Paket kam an, das zweite Paket ist irgendwie verschwunden, beziehungsweise wurde beschädigt.
Die Deutsche Post hat wieder Fußball damit gespielt, dann war das kaputt, nass, verfault, vergammelt, dann ist das zurück an den Absender und dann haben die uns geschrieben, sie schicken Ersatz, dann haben die geschrieben, sie schicken doch keinen Ersatz. Sie erstatten den Betrag zurück. Jetzt hatte Pupsi da aber einen 6-Euro-Gutschein angewendet. Was ist denn jetzt damit? Den wollte sie doch nutzen. Jetzt musste sie alles neu bestellen. Hat aber irgendwie noch andere Sachen gefunden, die vorher gar nicht dabei gewesen wären, die aber jetzt dabei sind. Wir haben jetzt also ein zweites Mutatos-Paket. Guck, Mutatos-Paket. Das ist viel größer. Das ist viel schwerer als das erste. Und da wollen wir jetzt reingucken, denn da ist die fette Ausbeute drin. Aufmerksame Zuschauer sehen vielleicht da hinten die Katze. Das ist die Molly, die liegt da und ist mollig. Jetzt machen wir das mal auf. Da müsste auf jeden Fall Bärenmarke drin sein. Im letzten Paket war nämlich hier ein ganzer Träger von Bärenmarke, Milch und Tee, Typ Pfirsich. Und eine zweite Stiege, Bärenmarke, Milch und Tee, Typ Zitrone, haben wir noch bestellt. Deswegen war das ja schon komisch, dass das letzte Paket so klein ist, weil da hätte das ja nie im Leben reingepasst. So, das noch auf. Das sitzt irgendwie hier rum. Ich weiß gar nicht, wie man das machen soll am besten. Ich glaube, wir stellen das ganze Ding mal auf den Boden. Und fangen an mit Bärenmarke, Milch und Tee, Typ Zitrone. Das habe ich schon mal getestet irgendwann, fand das mega lecker, weil es halt irgendwie sehr fruchtig schmeckt, aber gleichzeitig auch sehr mild und angenehm ist für den Magen, gerade wenn du was Scharfes gegessen hast. Andere trinken Milch, du trinkst Milch und Zitrone, Milch und Tee. Zitrone, einmal hier, grüne Döschen, können wir uns hier rüberstellen. Weil ich brauche immer mal was für zwischendurch, ich habe immer so viel Dosch. Ich brauche immer was zum Trinken. Hier haben wir so Verpackungszeug zum Bupfeln, aber die anderen machen gerade Mittagsschlaf, deswegen bupfeln wir jetzt nicht. Wir legen das hier rüber. Haben dann für Pupsi. Pupsi hatte nämlich auch Doscht. Das heißt, Pupsi hat sich auch ein Tray zu trinken bestellt, aber dirty. Ein ganzes Tray Dirty von der Shirin, die Frau, wie auch immer. Also die Person mag ich nicht, aber ich muss sagen, der Tee schmeckt eigentlich ganz gut. Wenn wir Spaziergänge immer zum Tee gut gemacht haben, hat man sich mal einen gekühlten Dirty mitgenommen für zwischendurch. Ist ja auch süß, ist ja auch ungesund, deswegen schmeckt es auch irgendwie. Aber ja, mögt ihr Dirty oder nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Dann haben wir hier Timbark. 6x 500 Milliliter. Ich dachte, sie hat zwei Tetra-Packs bestellt. Dabei sind das zwei Packungen Tetra-Packs, wo jeweils 6 Stück da drin sind. Also das kannst du so auch nehmen. Man kann es einfach in den Handel stellen. Den haben wir auch schon mal probiert. Timbark. Das ist eigentlich Apfelsaft, aber immer noch mit einem anderen Geschmack dabei. Kriege ich jetzt raus, welcher das ist? Ich muss es ja nur mal hier aufreißen, damit ihr das auch mal seht. Das ist Timbark Apple Sherry, also Apfelkirsch. Es gibt, glaube ich, auch Apfelwassermelone und es gibt Apfelpfirsich. Die habe ich in großen, wie so Milchkartons, Tetrapacks mal gehabt und getestet. Die fand ich eigentlich alle ganz cool. Jetzt habt ihr hier sogar kleine Päckchen für die Schule, für die Arbeit, für den Raid Day, für den Spaziergang, für zwischendurch. Da haben wir einmal das. Und noch einmal das. Und was ist das? Siehst du, ich bin so schlau. Während das andere nämlich Kirsch war, haben wir hier Apple und Watermelon, weil wir auch ein 6er-Pack Wassermelone haben, was übelst genial aussieht. Dieses Grün sieht übelst genial aus. Packen wir mal dahin. Was ist noch grün? Das hat mich interessiert. Hier ist wieder mal eine Sriracha-Soße drin. Diesmal aber mit einem grünen Deckel, denn das ist eine Sriracha Hot Chili Sauce im Wasabi-Style. Also wir haben schon die Senfsauce gehabt, wir haben schon die Kokosnuss-Sauce gehabt, wir haben die gelbe Chili-Sauce gehabt. Das ist Wasabi-Style. Mal gucken, ob die in die Nase geht. Die muss ich auf jeden Fall auch mal testen. Das interessiert mich. Dann haben wir hier, was ist das? Katjes
Feta Minis V Ostern plus Vitamine mit Fruchtsaft, vegan, also irgendwie Ostersüßzeug, das ist ja Sachen, die bevor die wegfliegen, verkaufen die das, Sachen, die ganz nah am Verfallsdatum sind hier, 12.24, jetzt ist April 24, also das muss schnell weg, das ist gefährlich. Adi Schatz, ja, die hat sich jetzt in den Karton gehangen. Hier haben wir einmal Rittersport, Hola Amigos, Crispy Banana. Pupsi ist ja eher so der süße Typ. Mich hat nur die Milch interessiert und das Wasabi. Pupsi so eher so Gummitierchen und so Schokoladenzeug. Rittersport. Was haben wir hier? Zebrastik Eis with Real Fruit, bekannt aus der Höhle der Löwen. Zebrastik Eis Sticks, Fruchteis. Guava Strawberry Fruchteis zum Selbsteinfrieren. 5 Sticks. Das sah jetzt noch mehr aus, aber vielleicht ist ein Stick einfach mega brutal und groß aus der Höhle der Löwen. Na, dann kann das ja bestimmt was. Dann haben wir hier, was ist das? Badeessenz von Kneipp, gut bei Stress, Wasser, Minze, Rosmarin, verwandelt Stress in positive Energie. Da musst du dich aber beeilen. Wenn du keine Wanne mehr hast, kannst du auch keine Badeessenz in die Wanne reinkippen. Deswegen, also das würde ich jetzt nicht trinken. Auch wenn das vielleicht entspannt. Jetzt haben wir hier nochmal Bärenmarke Milchschaum für Cappuccino, Latte Macchiato und Kakao verzehrfertig. Das heißt, du kannst den so, wie der gerade ist, einfach genießen. Wunderbar. Wenn wir euch mal mit hier runternehmen, seht ihr jetzt auch, da sitzt der Adi Schatz. Alles Gute. Da ist der Adi, da ist die Molly, da ist die Gießkanne. Damit die Molly wächst und irgendwann auch so groß ist wie der Adi. Hier haben wir jetzt noch irgendein Alfie Labrador Mischling, empfindliche Haut, liebt Lamm. So, Alfie und das Lamm, das ist ein gutes Recht. Was haben wir hier? Besser verpackt. Fällt dir was auf? Interessiert mich nicht. Tun wir es immer hier weg. Dann haben wir hier wieder Werbung, Gutschein, 15% Rabatt mit dem Code SEMO15 bei. Also hier gibt es Klamottenzeug. Brauchst du nicht. Das ist sehr traurig. Das ist bestimmt von der Soße abgefallen. Follow the Goose. Folge der Gans. Wasabi. Das ist cool. Das muss zurück an die Flasche. Die Flasche steht hier hinten. Die andere hat nämlich auch so ein Bändel hier drum. So kannst du die dann schön hinstellen und sagen, das ist meine Flying Goose Wasabi Sauce Extra Hot Deluxe. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kann man hier was trinken? Ich mache mir jetzt extra mal hier so einen schönen Bärenmarke Milch und Tee Typ Pfirsich auf, damit ihr seht, dass da keine Kohlensäure drin ist, damit ihr mir glaubt, dass der lecker ist und dass man den trinken kann. So, erst schütteln, dann öffnen. Dass hier so Schaum rausgeht, der fließt so hinten drauf und der Rest ist für dich, ne? Lass mal abtrinken und dann Peace out, Vorhaut, euer Ramses.